Moin Leute, willkommen hier bei World of Warships. Ich bin heute in der Schliefen. In gewertete Gefechte. In Stufe 10ern tatsächlich diesmal, nicht mehr in 9ern. Schlimm ist das nicht. Finde ich eigentlich so ganz cool. Denn kann ich auch wieder ein bisschen 10er spielen, ne? Ohne U-Boote und so ein Scheiß. Ja. Das Problem ist nur, dass jetzt auch Zivis halt hier dabei sein könnten. Das ist natürlich ein Scheiße, aber hey. Oh, okay, die Feinde haben eine Yamato und wir haben eine Thunder. Thunder. Thunder! Nö, nö, nö. Okay. Tiger Bread. Ich finde die Namen richtig geil manchmal von Leuten, das ist echt cool. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Thunder im Team. Okay, die Schliefen. Wenn ich feindliche Schliefen die Thunder pusht, dann hat er auf jeden Fall richtig geil Spaß, denn seine Secondaries schon lassen den Dude einfach nur schmilzen. Bei uns hingegen, die Yamato hat eigentlich auch sehr viel, 32, aber trotzdem, er hat auch gutes Deck und so. Und wenig Aufbauten, deswegen könnte es dann doch schon schwerer werden. Und außerdem auch viel mehr Leben natürlich. Und krassere Kanonen. Tiger Bread. Okay, Moskva ist hier. Die Frage, ist das smart, jetzt einfach hier reinzufahren? Oder? Okay, die Vampir ist das. Die kenne ich doch. Das ist doch dieses geile Schiff mit der Smoke. Komm, dann fahre ich mal rein. Ich hoffe, der Dude weiß, was er. Ich hoffe, der Dude weiß, worauf ich hinaus will, wenn ich jetzt hier reinfahre. Cover me! Ah, cool. Das ging schnell. Lol. Gut gemacht. I got a feel. Ja, genau, okay, die sind alle da. Okay, gut. Dann fahr ich jetzt mit Vollspeed nach links bei B und dann durch die Mitte da bei der Insel. Denn ist ja voll langweilig sonst. Ja, manchmal sind unsere Kanonen echt gut bei dem Schiff, manchmal aber nicht. Ist halt die Frage, könnte ich ihn Zitadellen da... Oder... Nett. Na, scheiße. Was pusht der denn so rein, so dumm? Ein und Geld. Wir haben sehr komische Feinde. Er darf nicht aus meiner Secondary Range raus.
Oh, ist der Dude nervig, Mann. Ach, deswegen bin ich entdeckt. Irgendjemand ist in C drin. Können ja nur die Hallern sein. Feueralarm! Torpedowerfer zerstört! Torpedos auf Backbord! Torpedos auf Backbord! Torpedos voraus! Gegnerischer Kreuzer versenkt! Secondaries. Unser Team hat die Führung übernommen. Feueralarm. Tschüss. Das war total dumm, aber irgendwie lustig. Naja. Auf nach B. Hä? Wollen wir bitte einen vernichtenden Schlag... Achso, wir haben die Moskau weggefickt. Ah ja, genau. Ich hab's vergessen. Hab bestimmt auch noch vergessen, weil jemand so Stress, den ich gerade hatte, du. Ich dachte, ich will sterben, aber ist cool. So einfach heilen. Und da ist die kleine Holland, wie scheint. Unser Sieg ist in Sicht. Oh, er hat echt nicht lange. Hi, wo war's, der Junge? Ja, ich glaube, wir werden jetzt killen und dann ist hier vorbei, also... Ja, bis gleich, ne? Da ist er. Ich glaube, wir kämen da nicht mal mehr in die Nähe. Vielleicht können wir ihn noch killen, aber ich glaube, wir werden da keine Secondaries reinballern können bei ihm. Mein Kill! Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Wenn man einen gegnerischen Zerstörer versenkt, dann erhöht. What the fuck, dude? 16k? Das ist echt viel, ghoul. Ghoul. Ja, ghoul, ghoul. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber es das heißt auf jeden Fall cool. Okay, Torpedos, 5 Stück. Ah, wir haben die echt krass gefickt, die kleine Moskwa. Oh, 22k auch mit 10 Derbys und 12.000 Schaden durch Brände. Und, naja, Wassereinbruch haben wir 2, aber war halt kein Schaden, ne? Gut, das war noch eine geile Push-Runde, würde ich mal meinen. Wir haben leider einen Torpedowerfer verloren, aber das war am Ende ja eh scheißegal, weil, naja. Aber wir haben auf jeden Fall den Kill hier verdient mit der Halland, denn, boah, 2000 Schaden fast. Puh, krass. Die des Moins ist mir richtig auf die Nerven gegangen. Die Moskwa, ich weiß nicht, ob es in einem Smart wäre es nicht gewesen, vorher zu pushen, dann hätte ich die Beizette von der Yamato bekommen. Ja, wir haben ein bisschen taktisches Warten gemacht da zwischen den Inseln, aber das war smarter, glaube ich, als dass wir dann reinfahren und dann einfach so unser Leben weghauchen lassen. Also wegpusten, pff, du bist tot, weißt du?
Eine Bereitschaft zur Yamato zu zeigen, ist eher nicht so ein smarter Move. Besonders, ich meine, selbst das Moins hat schon übelst was reingeballert die ganze Zeit, also das war schon echt krank. Naja. Gut. Was ist jetzt von dieser Folge von World of Warships? Hoffe es gefallen und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.